Wie bleibt er in Erinnerung, Darren Mallett? Für seine Eltern war er der geliebte Sohn. Für seine Lehrer war er ein fleißiger Schüler, wach und begierig zu lernen. Aber für die meisten von uns war er ein Freund. Bullshit! Du verdammter... Untersteh dich gefälligst! Bring den Kerl sofort weg von hier! Ihr wart nie Darrens Freunde! Er hatte keine! Das ist der Grund für sein Selbstmord! Ihr seid schuld! Jeder einzelne von euch hat ihn ermordet! Du hast den Verstand verloren! Die Leute da drin weinen! Sie trauern! Zeig etwas Respekt! Ich hoffe, ihr schmortet der Hölle! Grandios. Der Sack hat uns heute freigegeben. Ah, ich liebe den alten Sack. Oh ja. Der Tod hat was Erogenes. Ich wünschte, ich wäre tot. Heute Abend Party bei Bradley. Was guckst du so? Ich finde, Selbstmord ist etwas Wunderbares. Nicht wie Mallett es tat. Du musst die Pulsadern aufschlitzen. Der Junge hat sich erhängt. Das ist doch kein Anlass für eine Party. Keine Sorge, Süße. Niemand hatte vor, dich einzuladen. Bye-bye. Okay, Leute. Ich bring Justine mit zur Party. Ja, Lexi, denk ja. dran. Nur weil sie die Klassenbeste ist, bläst sie nicht automatisch am besten. Nun, ich finde sie interessant, also... Interessant? Willst du einen Kurs? Nein. Nein? Nein. Warst du nicht mal befreundet mit ihm? Das waren eher meine Mutter und seine. Es war peinlich. Eltern denken immer, nur weil sie miteinander befreundet sind, müssten wir mit ihren Girlen was gemeinsam haben. Verdammt, wie ich sowas hasse. Voll für den Arsch. Alles okay? Ja, wer war das? Das ist Jason Banks. Er war ein Freund von Darren Mallett. Hey, Justine, nette Ansprache. Ich glaube nicht, dass ihm gerecht wurde. Ich habe mit niemandem etwas gemeinsam. Nein. Nein, und ich schon mal überhaupt nicht. Ich schon gar nicht. Kein Stück. Nichts gemeinsam mit keinem. Habe ich zuerst gesagt. Ich finde sie ganz nett. Oh, Sophie, du findest jeden nett. Die ist eine frigide Arschkriecher-Schlampe. Einige von uns treffen sich später bei Bradley auf der Party, also... Reichlich unangebracht. Sie riecht sehr angenehm. Seit wann riechst du denn an Justine Fielding? Was hast du an ihr zu riechen? Du riechst auch gut. Ah, oh, danke. Du riechst nach Kohl. Oh, nach Kohl, ja? Ja, komm doch mit, wir werden Spaß haben, Ehrenwort. Sie kommt heute zu mir, wir wollten uns einen Film angucken. Könnt ihr den nicht morgen gucken? Oder später? Ja. Oder niemals? Ja. Oh, schon wieder. Oh, Kleid mit. Und du kennst doch dort auch niemanden. Bradley. 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 Ich höre ein leises Wimmern. Nein, niemand wimmert hier. Stimmt es, dass bei dir später eine Party ist? Fuck, wir sind auf einer Beerdigung. Zeig Respekt. Wenn du mich brauchst, ich bin auf Kurzweil. Helena, ab und zu brauche ich etwas Spaß im Leben.
Wir haben Spaß. Als hätte sie die Kleider ihrer Mutter an. Mach ich das wieder voll. Hey, sieht aus, als hätten wir hier Leute von Hawaii 5 Mull in der Hütte. Wow, yeah. Leute, ich glaube, ich werde ein Ständchen bringen. Blasen kann sie, ist in allem die Beste. Ich bin mir sicher, sie schluckt auch die Reste. Ich bin Lyrical Gangster und Rap, bis ich schwitz. Hey, Girl, sei nicht böse, das war nur ein Fenster. Was willst du, Lulusa? Sie ist mit mir hier, ja? Chill out, Bro. Was hast du denn, Alter? Machst du Ärger, Mann, hä? Nein, Alter, ist alles okay. Also, hey, wo gehst du hin? Ich hätte erst gar nicht kommen sollen. Ja, scheiß Party. Lass uns zu Helena gehen und den Film ansehen, ja? Vergraulst du meine Gäste? Nein, Bro, war nur Spaß, verstehst du? Hey, spiel nicht mit ihnen. Ich bin nicht dein verfickter Bro. Ja, Leute, ihr müsst echt mal chillen. Das ist Darren Mullets Leichenfete. Der fette Trottel ist tot. Darauf müssen wir einen trinken, versteht ihr? Gib mir Sau! Was bringst du hier für eine Scheiße? Bradley, Mann, ich bin's. Schmeiß ihn raus. Mann, komm schon. Bradley, ich bin's. Jeremy, komm nein, schon. Nein, nein. Komm schon. Lutsch meine Titte! Alex, keiner will mich hier haben. Ich schon. Fickt euch! Ich hab noch Kick Darren, Mann, und gleich dazu! Ich gehe! Komm schon. Bildschirm. Kira durfte wohl dieses Jahr den Oscar mitnehmen. Wir gucken ihn nochmal. Ohne Kommentare diesmal. Nicht hören. Ist es hier irgendwo etwas ruhiger? Ja klar, wir können hochgehen. Okay. Okay, hier lang. Das ist Bradleys Zimmer. Offensichtlich. Entschuldige seinen Kunstgeschmack. Du hast dir bestimmt unser erstes Date anders. Das ist dein Date? Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Es ist ein ziemlich billiges Date. Ja, aber technisch gesehen ziemlich qualifiziert. Ist es okay? Nichts ist okay. Es ist okay. Also, wenn das ein Date ist, dann heißt das, dass wir uns auch irgendwann anfangen müssen zu küssen. Du weißt, das sind die Regeln. Es ist für mich so lästig wie für dich. Für mich natürlich wirklich? Mehr. Und wann genau fangen wir damit an? Stirb, du Drecksau! Waffenwechsel! Waffenwechsel! Warte! Wer ist es, Baby? Ach, es ist bestimmt Alexis, der Hilfe braucht.
um die Beine seiner Prinzessin zu spreizen. Sie ist bemalet. Sei still, nicht witzig. Das ist kein Witz, das ist seine Nummer. Es ist bestimmt sein kleiner Freund. Wer denn sonst? Du meinst Jason Banks? Oh, habe ich was anderes gesagt? Er nennt mich verdammte Schlampe. Offensichtlich kennt er dich. Fick dich, Bradley. Oh mein Gott. Und mich eine Dreckschleuder. Okay, das reicht. Also gut, Jazz Wanks, du kleines Arschloch. Morgen in der Schule mache ich Mayonnaise aus deinen Eiern. Süße Träume. Was hat er gesagt? Nichts, aber hörte seinen Atem. Sorry. Nigger. Wo steckst du, Trottel? Mann. Ich denke, wir sollten anstoßen. Auf Shrek. Auf wen? Darren Mallet, den wir heute verbuddelt haben. Das möchte ich nicht. Ah, sie feiern es nicht wirklich. Es ist nur so zum Abschied. Doch, sie hat es so gemeint. Warum sagt sie Shrek? Was glaubst du? Er war so blöd und grün. Und hässlich. Ja, also man kann nicht behaupten, dass er grün war. Aber verdammt hässlich war er wirklich. War Darren nicht der Dünne, der neulich gebrochen ist? Das ist wirklich zum Scheißeschreien, Justine. Du hältst eine Rede und weißt nicht mal, wer er war? Wenn das so ist, sollten wir wirklich einen auf ihn trinken. Oder? Justine, sag du etwas Passendes. Ruhe in Frieden, Darren Mallet. Oh, auf ihn! Auf Rest in Piss, Kumpel. One for my blood, one for my jays. Mallet, ich wette, ich weiß, warum du dich erhängt hast. Du wolltest dich aufgeilen. Genau das wolltest du. Oh.
Justine, Jason und ich haben über seinen kleinen Ausbruch gesprochen. Und obwohl ich Verständnis habe, dass er einen Freund verloren hat... Was heißt verloren? Er hat sich umgebracht. Du schuldest ihr eine Entschuldigung. Wenn nicht, muss ich leider deine Eltern anrufen. Entschuldige, dass ich dich Heuchlerin nannte. Siehst du, das war doch gar nicht so schwer. Danke, dass du gekommen bist, Justine. Richard, die Mutter von Jeremy Prendergast hat angerufen. Er war gestern auf einer Party und ist bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Ach, wenn ich mich nicht irre, liegt er betrunken in irgendeiner Gosse. Der taucht bestimmt wieder auf. Hey, Jason. Es tut mir wirklich sehr leid wegen deinem Freund. Was hätte ich tun sollen? Die Wahrheit sagen. In Anwesenheit seiner Eltern? Ich konnte schlecht sagen, Beileid, ihr Sohn ist tot, aber ich kannte ihn eigentlich nicht. Du weißt wirklich nichts von ihm. Nein, das stimmt. Er war total in dich verliebt. Er kannte mich nicht einmal. Klar kannte er dich, jeder kennt dich. Du bist die Prinzessin Diana in diesem Moloch. Für Darren schien die Sonne aus deinem Arsch. Wenn er mich mochte, warum hat er dann nichts gesagt? Du hättest ihn doch ausgelacht. Nein, ich bin nicht so. Du kannst nichts dafür. So ist es eben. Ihr bleibt unter euresgleichen und wir unter uns. Euresgleichen? Verzogene, versnobte Miststücke, das seid ihr. Und wer seid ihr dann? Wir sind die, die für euch nichts als Luft sind. Darren wollte, dass du es liest. Warte, Jason. Tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Sie lassen mich nicht in Ruhe. Und Justine macht jetzt auch mit. Ich muss was getan haben, dass sie mich so hasst. Sie war mein Engel und ich werde sie bis in alle Ewigkeit beschützen. Macht's gut. Darren. Bitte entschuldigen Sie vielmals, Miss Harrington. Das muss ja sehr spannend sein. Ist es ein Brief von deinem Freund? Ach, nein, nein, es ist unwichtig. Wie ich gehört habe, hast du den Studienplatz in Oxford? Ja, der Brief kam letzte Woche. Ach, niemand hat es mehr verdient als du. Deine Beiträge in meinem Unterricht waren wirklich geradezu vorbildlich. Hört mal alle her. Ihr kennt doch den Trauermarsch, ja? Ja? Ich werde ihn remixen mit Lesbian Roadkill von Tantric Dwarf. Das kennt ihr doch. My mom break me. And I liked it. Das ist genial. Das hast du gesagt, nicht ich. Ey, Dracula, auf ein Wort, wenn du Zeit hast. Ich will, dass die Website verschwindet. Okay, ja, ja, kein Problem, Brad. Ich mach das schon. Ich setz mich dran und erledige das. Hey, ich mix grad einen Killer-Track. Ich scheiße auf dein Emo-Schwulengeheule. Ich will die Seite weghaben und das noch heute. Und wenn nicht, wirst du dich nicht selbst ritzen müssen. Das erledige ich dann. Klar? Ich wollte es sowieso schon machen. Nichts weiter als das, Brad. Folgt mir, Leute. Du hättest mitgucken sollen.
Wir haben so viel Schokolade gegessen, dass es schlecht war. Emily war gut dabei. Wir treffen uns heute wieder. Mal sehen. Vielleicht. Sag jetzt bitte nichts. Welcher Fucker war das? Du etwa? Oder du? Hä? Steh auf! Sieh mich an! Mach das sauber! Schnauze! Du bist ein Schwanzlutscher! Du bist ein Schwanzlutscher! Du bist ein... Jason Banks ist ein toter Mann. Du verstehst es wirklich, dich gut zu amüsieren, oder? Alex, dies ist eine Bücherei. Was willst du hier? Wie meinst du das? Ich wohne praktisch hier. Das ist mein Kumpel Jeff, der Bibliothekar. Wie geht's dir, Jeff? Alles klar? Sein Name ist Trevor. Trevor? Ernsthaft? Ja, das erklärt so einiges. Justine, wegen gestern wollte ich... Du kannst nicht zu Bradleys kranke Ideen. Oh, ich meinte eigentlich nicht Bradley. Ich wollte über uns sprechen. Ich finde, du kommst viel zu schnell zur Sache und ich fühlte mich unter Druck gesetzt. Und ehrlich, Jess, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich möchte nicht, dass du schlecht von mir denkst. Weißt du, ich hatte meine Bedenken, aber das hat mich überzeugt. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Was sagst du? Du hast sie auch gern? Das ist dein Problem, ich war zuerst da. Ja, ich werde sie um ein zweites Date bitten. Okay, aber wenn ich ihr verspreche, keine Elektrosägen mehr, glaubst du, sie sagt ja? Er sagt, du würdest mit mir ausgehen. Oh, er ist schlauer, als er aussieht. Okay, dann lasse ich euch jetzt mal allein zum Klären der Details. Jeff, ich ruf dich an, heute Abend, okay? Deine Muschi stinkt. Deine Muschi stinkt. Alle setzen. Setzt euch bitte. Macbeth, Akt 3, Szene 4. In dieser Szene erscheint jetzt Bankers Geist. Oder doch nicht? Ja. Ja, aber nur Macbeth kann ihn sehen. Gut, Helena. Aber warum? Warum all das? Der Raum ist voll Menschen, aber nur Macbeth kann den Geist sehen, ja? Macbeth hat Banker getötet und Banker kommt zurück, ihn heimzusuchen. Er will Macbeth erschrecken. Möglich. Justine? Sorry? Warum kann nur Macbeth den Geist von Banco sehen? Macbeth verdrängt seine Schuld und der Geist ist sein Gewissen. So ist es. Macbeth verdrängt seine Schuld. Und der Geist ist sein Gewissen und sucht ihn ein. Nun, in welcher Weise bezieht es sich auf die Darstellung des Übersinnlichen dieses Stücks? Eine Sekunde, Helena. Die anderen sollen mitdenken. Also, Hackerty. Also, dass ich die Website entferne. Okay, okay, Bradley. Ja, ja, kein Problem. Ich wollte es machen. Ja, ja, ich wollte es machen. Aber erst nach diesem... Ja! Karate-Schlag in den Nacken, okay? Och, du kannst nicht atmen. Du kannst nicht atmen, oder? Was ist denn? Wär's mit ein paar Ohrfeigen, hä? Fick dich, Bradley White, du kleine Schlampe. Mit dem kleinen Willy. Ha? Ich verfluche dich, du Schwein. Ich bin 1000 Bradleys wert, aber immer. Denn es hat keine Angst vor dir. Ja! Wir haben Grund.
Grund zu der Annahme, dass Mobbing mit dem Spiel war, bei dem schrecklichen Vorfall mit dem Mallet-Jungen. Damit so etwas ein Einzelfall bleibt, möchte ich höchstpersönlich eine Anti-Mobbing-Kampagne gründen. Und als Rahmen unserer neuen Strategie setzen wir diese Banner ein. Eine Visualisierung der Probleme, die das Scheitern des Schulentwicklungsprogramms darstellen. Hey du, sag der Sekretärin, dass Direktor Jason Banks sehen will. Sag's dir selbst. Hey du Scheißbratze, mach es lieber. Die Jugend von heute, kein Respekt. Schuld sind allein die Schulen. Alle mal herhören, bitte. Es fehlt eine Schraube am Schneidebrett. Das ist wirklich sehr gefährlich. Miss? Ja? Direktor möchte Jason Banks sehen. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn da? Der kleine Wichser. Gott ist für ein Arsch. Hey, Bradley, das ist nicht lustig. Bradley! Hilfe! Hilfe! Hilft! Hilf mir! Helft mir! Helft mir doch! Irgendjemand! Hilfe! Wir glauben, es ist wichtig, dass junge Menschen ein Ventil haben, um ihre kreative Energie zu fördern. Er genießt offensichtlich seine Musik. Offensichtlich ein guter Beat. Ja. Sein. Da, du bist da. Rundmischen. Oh, das war ein Fleck. So, fuck, bin ich fertig. Nun, wieder zu unserem Thema. Es ist traurig, dass Mallet sich für Selbstmord entschied. Selbstsüchtig, oder? Jetzt bist du leider ganz allein. Hast nicht mal mehr den fetten Spasti zum Freund. Du Bastard! Nun, Mallet ist tot. Was bedeutet, er kann keine SMS schicken. Ich glaube nicht, dass er da Empfang hat, oder? Ich habe nicht mal Empfang auf dem Klo. Sag ich doch. Nun, sich als auferstandener Shrek auszugeben, ist kein übler Gag. Gib mir sein Telefon und wir sind quitt. Ich habe sein Telefon nicht. Jason. Du schadest nur dir selbst, Mann. Es ist Mallet. Kann nicht sein. Wer macht das, Brad? Woher verdammt soll ich wissen, wer das ist? Er war's nicht. Ist mir egal, der Fucker hat's verdient. Was ist hier los, Jungs? Nichts, Sir. Dann raus jetzt. Zurück in die Klasse, klar? Ich sehe euch beim Training. Hm.
was hast du hier verloren? Sir, die haben mich gejagt. So, so, dich gejagt. Bei dir sind es immer die anderen. Stimmt's? Kinder wie du kotzen mich an. Nachsitzen. Den Rest der Woche. Das ist unfair. Ich weiß. So ist das Leben, Sohn. Mallet, Mallet, Mallet ist zurück! Mallet! Mallet! Das ist zurück! Mallet! Ja, 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 Mallet. Ja. Hast du die Seite gelöscht? Ja? Nein? Ja, okay, also bis dann. Mallet! Mallet ist zurück! Mallet! Ist die Mallet? Marcus, wie oft denn jetzt noch? Was ist denn? Jemand textet von Darren Marlets Telefon aus. Wer würde sowas tun? Ich denke, kann das doch freuen. Wie jemand, der ziemlich krank im Kopf ist. So, jetzt aber schnell wieder rein mit euch. Ja. Es war bestimmt ein unglücklicher Zufall. Kommt jetzt! Er sah so verdammt blöd aus. Bewegung! Ja, ich würde trotzdem gerne mal wissen, wer das war. Oh, hast du Heuschnupfen, Jason? Ich habe das gleiche Problem. Ich sehe, dass bei Ihnen eine Schraube fehlt. Also ja. Schlage ich vor, wir machen erst mal Mittag und danach werde ich es in 0, nichts wieder herrichten. Und was heißt das genau, Mr. Humphreys? Justine, komm raus spielen. Geht nicht. Ich muss zu einer Versammlung. Du gehst lieber dahin als mit mir? Schläfst du mit an? Ich schlafe mit ein. Ich bin nicht umsonst Klassenbeste. Das muss aufhören. Ab sofort. Okay, dann werde ich es eben beenden. Aber ich soll es persönlich tun. Ihre Hoheit wartet nicht gern. Ja! Da bin ich! Ist ein guter Junge, ich bin mir sicher, wird sich erholen. Wie wäre es mit einem kleinen feinen Törtchen vor dem Tee? Alles klar, Jess? Ich habe nur schlecht geschlafen. Na, du lagst wach und hast an mich gedacht, oder? Träum weiter. Nein, ich mache mir Sorgen. Was hast du denn schon für Sorgen? Natascha hält gern den Arsch hin. Natascha, wir machen alles erdenklich Mögliche, um dieses schreckliche Ding runterzuholen. Niemand darf es lesen. Seht nicht hin! Nein, du da! Nicht hinsehen! Stimmt es denn? Besuchst du sie echt? Durch die Hintertür? Du sprichst von meiner Freundin, du fette Matschbirne. Du sollst das nicht zu mir sagen!
Ich bin in einer Minute. Er sagt, ich hätte ihn gemobbt. Jason, es ist wirklich gruselig. Und wenn du das noch... Du denkst auch, ich war es. Warst du es? Ich wette, du kommst gerne in die Schule, oder? Was? Was hat das denn damit zu tun? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie es ist, ständig gemobbt zu werden, oder? Es ist ganz bestimmt furchtbar. Darren konnte nicht entkommen, nicht mal zu Hause. Sie schickten SMS und E-Mails und erstellten eine Website. Eine Website? Ja, stell dir nur vor. Was sollte er denn machen? Du sagst es einem Lehrer und der spricht mit denen. Dann haben die noch mehr Wut und du bist wieder dran. Du sagst es den Eltern und die sagen, stell dich nicht so an. Also, wer war es denn? Raus mit euch allen, los! Ihr wisst, ihr dürft hier nicht sein. Justine! Was war das da eben mit Jason Banks? Nicht hier. Er gab mir das. Ja, was haben wir denn hier? Oh, leck mir die Eier. Es ist mal jetzt Abschiedsbrief. Bradley nicht. Hey, oh, chillax. Ich habe sowas noch nie gelesen vorher. Oh, fuck. Er hat dich wirklich geliebt, oder? Brad, gib ihn hier zurück, ja? Du hattest wohl steife Konkurrenz. Ich glaube, Darren war nicht dein Typ. Hat der Namen erwähnt? Nur Justine. Justine? Warst du gemein zu Darren Mullen? Sei still, Tash. Du siehst doch, wie geschockt. Ihr wisst doch alle ganz genau, wer ihn gequält hat. Woher sollten wir es wissen? Du willst uns doch nichts unterstellen, oder, Justine? Nein, will sie nicht. Ich sollte es melden. Lieber nicht. Vielleicht ist das keine gute Idee. Dein Name steht drauf. Ich habe nichts getan. Oh. Wir wissen das, aber er behauptet das. Und es steht dein Wort gegen seins. Und da er tot ist? Ich kann es aber nicht einfach ignorieren. Das war nicht richtig. Dafür sind Freunde da. Sie war mein Engel und ich werde sie bis in alle Ewigkeit beschützen. Mach's gut, Darren. Hilfe, ich stecke deinen Arsch fest! Hilfe, ich stecke deinen Arsch fest! Langsam wird es wirklich öde. Hilfe, ich stecke deinen Arsch fest! Ich sag euch, wer es ist. Dieses Mannweib Helena. Stimmt. Sie hat gesagt, dass du eine Dreckschlampe bist auf der Beerdigung. Sie hat was? Und dass du fette Schenkel hast. Unternehmen wir was dagegen, oder was? Ja, das ist selbst meinem Arsch zu viel. Deinem Arsch? Geh runter von mir. Helena ist nicht der Typ. Ach ja, ich vergaß. Ihr zwei seid ja Busenfreunde. Was habt ihr denn vor? Wir werden höflich anfragen, was für ein Spiel diese Fotze spielt. Kommst du nicht mit? Ohne mich. Ich habe Aufsichtsdienst. Gott schütze dich, Mary Poppins. Sorry. Sie ist wirklich sehr still. Es riecht nach Scheiße. Puh. Sie stinkt immer so, denn ihr Kopf steckt tief in Justines Arsch. Aber nein, Kalila. Wir wissen doch alle, Justines Scheiße stinkt nicht. Nein. Ich wette, sie juckelt sich ein. Oh, Drecksau. Hey, Helena.
Hast du deine Faust schon ganz drinnen? Was wollt ihr? Ich will Weltfrieden. Ich will Prada-Schuhe. Und ich will wissen, warum du uns volltextest, du blöde Streberschlampe. Von was redest du überhaupt? Wir reden davon, dass du uns jede Menge SMS schickst. Warum sollte ich? Weil du etwas verkorkst bist, Lesbenschlampe. Verdammt, werdet doch endlich erwachsen, ihr blöden... Oh. Au, au, au! Sophie! Sorry, heute geschlossen. Du musst es dir einfach mal verkneifen. Au, au! Nein! Was gehört mir? Oh. Seht euch das Scheiß an. Sieht aus wie gebraucht gekauft. Gib es zurück! Warum hast du überhaupt eins? Das braucht man doch nur, Helena, wenn man auch Freunde zum Reden hat. Oh, und wann hat dich Justine zuletzt angerufen? Du warst gut. Wo hast du gesteckt? Ich habe Helena gesucht. Was habt ihr mit ihr gemacht? Mit ihr gemacht? Wir haben sie nur gebeten, keine ordinären SMS mehr zu schicken. Na, das war sehr lästig. Was hat Darren euch eigentlich bedeutet? Nichts. Er war Shrek. Blöder, fetter, ekel Shrek. Und du kannst dich nicht erinnern? Nicht wirklich. Oh, das ist merkwürdig. So fett wie der war. Hey, kannst du dich nicht erinnern? Mit mir, ja? Das war doch erst letzte Woche, als die Jungs sein Asthma-Ding nahmen und er bettelte. Ich krieg keine Luft! Ich krieg keine Luft! Sehr froh, dass wir jetzt befreundet sind. Ich auch. Vorher ging das nicht, denn Tasha sagte, du wärst eine scheiß Lesbe. Das stimmt nicht, oder? Du hast uns überrascht, als das mit Alexis losging. Und werdet ihr beiden heute Sex haben? Sophie, wir sehen uns doch nur einen Film. Einen Film? Er will auf jeden Fall mit dir schlafen. Jungs wollen immer. Ich meine, wenn du nervös bist, kannst du es ihm ja mit der Hand besorgen. Ich weiß nicht. Ja, es kann schon echt schmutzig werden. Nein, dann lass ihn lieber ran. Es ist weniger Arbeit. Oh, fuck. Ich habe meine Uhr vergessen. Ach, okay. Aber ich will morgen alles bis ins kleinste Detail hören. Bitte. Viel Glück. Du brauchst es. Danke. Hallo. Dich sehen. Bist du hinter mir her? Hör mal, ich fühle mich geehrt, einen Stalker zu haben. Marlet? Was verdammt? Hier für dich. Du wirst mich hassen, dass ich davon anfange. Okay, also
Jason Banks sagt, es gibt da eine Website über Darren Mullet. Ja, die Seite war Bradleys Idee. Es fing im Spaß an und geriet dann völlig aus der Hand. Warst du involviert? Ich habe versucht, mich aus Bradleys Mist rauszuhalten, aber du weißt ja, wie er ist. Letztens das mit der Kettensäge ist schon im Web. Ich möchte nicht, dass es jemand sieht. Was soll ich denn sagen? Ich kreische wie ein Kind. Ja, wo war mein Ritter in glänzender Rüstung? Ja, okay. War nicht gerade eine Glanzleistung. Aber wäre es echt gewesen, hätte ich dich verteidigt. Ehrenwort. Wenigstens wird heute Bradley nicht ins Zimmer stürzen. Ich checke lieber, ob die hinter dir zu ist. Justin, du bist heiß. Und? Was war mit Bradley? Versteckt er sich im Garten, hm? Entschuldige. Ich bin etwas nervös. Wirklich? Es gibt aber keinen Grund. Es war eine wunderschöne Nacht. Für mich auch. Normalerweise halte ich etwas länger durch, aber ja, nächstes Mal. Nein, im Ernst. War nur Spaß. Schön, okay. Nein, einfach nur ein Witz. Wenn ich will, kann ich auch länger. Es war gut. Ich sehe dich dann morgen. Gestern einen weggesteckt? Mein Geheimnis. Und wie hat sie gerochen? Hat sie dir einen geblasen? Ein Gentleman schweigt und genießt, danke. Ich schätze, das heißt nein. Al.
Alarm. Läufige Klassenbeste. Mm. Hey, es war wirklich schön mit dir gestern. Hattest du Blumen mitgebracht? Nein. Sollte ich. Okay. Nein, aber die Magnete am Kühlschrank waren anders. Ich habe nur Blödsinn gemacht. Nein, es war nachdem du weg warst. Ich glaube, es war jemand im Wer? Haus. Du wolltest mich nicht irgendwie erschrecken, oder? Und hast jemand reingelassen? Nein, das würde ich nicht tun, Jasse. Habt ihr etwa eure erste Kabelei? Du warst das, stimmt's? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Oh, Bradley, du bist so verdammt kindisch. Bro, du musst deiner Hündin einen Maulkorb anlegen. Was hast du eben gesagt? Das sagst du nicht nochmal, Brad! Du musst deiner Hündin einen Maulkorb anlegen. No, du hältst überhaupt nicht, wie sie dich verarscht. Ich komm, ich mach dich fertig. Ja, lass ihn, lass ihn gehen! Komm, wir verschwinden hier. Fuck! Ich war zu Besuch bei Ness Krankenhaus und hatte mein iPod dabei, weil ich dachte, er möchte ein paar Lieder hören. Plötzlich merkte ich, er ist total taub. Er kann jetzt nie wieder Jodie Pfister oder Crying While Walking hören oder die Crotch Eating Pills. Er wird nie wieder seine Musik hören können. 20 mm Semi-Senkschraube. Die dürfte passen. Gibt es Probleme, Mr. Humpage? Ich habe den falschen Schraubenzieher. Das ist ein Philips, das nicht. Ja. Gordon? So, Gordon? Ja. Und jetzt rein damit. So ist es gut. Mach Gordon! Gordon! Hopp, der Nächste. So, wie ich höre, gibt es Grund zu feiern. Ja, du hast dich also dem sexy Lexi hingegeben, stimmt? Er hat's erzählt. Ja, er spricht von nichts anderem heute gut, Morgen. Ja! Disziplin, Jungs, Disziplin! Gordon, ich habe mich entschlossen, die letzten zwei Stunden ausfallen zu lassen. Vielleicht hilft es ja, ihre Laune zu heben nach diesen unseligen Vorfällen. Na klar. Jungs, wir wollen ins Halbfinale am Samstag. Was war das denn eben? Du triffst ja nicht mal die Wand. War es dein erstes Mal? Nein. Oh mein Gott, das war's. Ach, ist das nicht süß. Und war es wirklich so magisch? Hat es sich gelohnt, darauf zu warten? Oder war es eher schnell vorbei? So war es jedenfalls, als ich mit ihm... Der kleine Schmutzfink hatte Filzläuse. Das hieß Kahlschlag für meinen Hamster. Er sagt, er hätte sich bei Sophie angesteckt. Aber es war andersherum. Hast du sie gesehen? Ich texte ihr schon den ganzen Tag. Nein. Alexis, mit mehr Gefühl. Komm schon. Meine Damen, bitte. Es gibt niemand ins Wasser, bevor ich es nicht sage, ja? Jungs, Samstag im Park. Halbfinale. Großer Tag. Das ist ein Ball. Bradley, ich möchte dich kämpfen sehen, dass sie wissen, wer du bist. Zeig denen, wer der Boss ist, okay? Wo ist Marcus? Wo ist Marcus? Marcus! Es ist Track! Es ist Mullet! Es ist Mullet! Ganz ruhig. Langsam, beruhige dich, Junge. Ganz ruhig. Was ist denn los mit dir? Ist das dein Beitrag, um das Team anzufeuern? Dein Teamgeist? Das ist nicht gut für die Mannschaft. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Ich möchte, dass du dich duschen und umziehen gehst. Verstanden? Du hast mich ein wenig enttäuscht, mein Sohn. Und jetzt geh und zieh dich um und dann kommst du später nochmal zu mir, okay? Er war da, Sir. Du enttäuscht mich wirklich. Jetzt geh. Geh! Aber... Ich sehe Tote. Ich sehe überall Tote. Ruhe jetzt. Gib den Ball her. Ich konnte nichts mehr machen. Keine Zeit. Ja, Marcus, ich möchte mit dir reden. Bitte. Ja, Miss Swanson, ich verstehe. Ja, bitte, kommen Sie. Sie schwimmt vermutlich. Oh nein, sie ist am Schwimmen. Was kommen? Ja.
Überficker! Du bist ein Überficker! Du bist ein... Will mich hier jemand verarschen? Kira in Abbitte oder Kira in Dr. Zhivago? Die Jungs an dieser Schule sind ekelhaft. Mallet wollte alle umbringen und hat es auch getan. Wir haben ihn echt scheiße behandelt. Es ist nicht Darren Mallet. Verflucht nochmal, bin ich der Einzige, der das merkt. Du hast gesagt, du warst nicht dabei. Nette Geste, Alex. Und sie hat dir geglaubt? Bin stolz auf dich. Jess, ich kann's erklären. Was hat der arme Kerl euch jemals getan? Willst du wissen, warum gerade er dran war? Und zwar langweilig. Er war ein Spasti. Rechne es dir aus. Ich bin froh, nicht wie ihr zu sein. Leck mich doch, du Pisskuh. Du trägst zwar deine Nase ziemlich hoch, aber du spreizst die Beine, genau wie wir alle. Komm her! Nimm die Hände weg, du billige Nutte! Bradley, hilf mir mal! Ich mich echt nicht an, Bro. Unternimm endlich was!
Kapiert? Der Facke ist tot. Und ich beweise es. Ach ja, und wie soll das funktionieren? Ich grabe den Facke aus. Bradley! Just, komm. Ich glaub's nicht. Bradley! Gut, Mallet. Fette Sau. Dann lass mal sehen. Justine! Ich will sie sehen, diese Website. Die so harmlos ist und Spaß machte. Du willst sie nicht sehen. Alex, ich will es. Nun sehen wir das selten gesichtete Mallet bei der Fütterung. Bitte, schalt das ab. Okay, und jetzt bitte ich um Ruhe. Denn wir sind hier für die Beobachtung der Brautwerbung der Mannes. Bist du nicht ein toller, großer Kerl? Das Mallet ist verliebt in die seltene Rasse des Blasius Frigidus Schlampus. Nun warten wir es ab. Komm mit, großer Kerl. Hier lang. Oh, der Gestein. Die Kamera. Okay, schieb ihn, ich helfe. Komm schon, sieh genau da rein, ja? Ach, das stinkt so. Leg du Ekel, was willst du? Darren. Nein, es ist okay, das war nichts. Darren, Mann, von was träumst du? Das ist die Klassenbeste. Du darfst gucken, aber nicht anfangen. Schatz, ich weiß nicht, geht tatsächlich nach Oxford. Oh, das ist ja eklig. Ich hab's nicht mehr. Oh Gottchen, Baby weint jetzt aber. Oh, ich finde es ganz reizend, wenn ein richtiger Kerl auf seine Emotionen ist. Hey, das kann ich auch. Oh. Danke. Justine, bitte, hilf! Hilf! Sag ihr, ich brauche es! Bitte, ich brauche mein Spray, bitte, bitte! Justine! Ich bin im Telefon, okay? Nein, komm schon, Darren! Oh, Schweinchen! Schön atmen! 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 Ich möchte dich nie wieder sehen. Das, ich bin nicht wie die. Nein, du bist doch viel schlimmer. Bradley verstellt sich wenigstens nicht. Du verstehst es nicht. Niemand wagt es, Nein zu Bradley zu sagen. Ich hatte keine Wahl. Lass mich in alle, verschwinde aus meinem Haus! Lass mich erklären! Nein, lass mich erklären! Mach jetzt ab und verschwinde! Bradley, hör auf. Lass uns gehen. Du wirst noch Stunden graben müssen, bevor du an den Sarg kommst. Es ist scheiß Zeitverschwendung. Warum, verdammt, musste Marcus sterben? Und Sophie. Und fuck die anderen alle. Bradley. Hey. Brad. Was? Warum passiert uns das nur? Kannst du mir erklären, warum verfickt nochmal alles passiert uns? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Hey, komm her. Komm her zu mir. Sieh dich an. Komm her. Fuck Darren Mallet. Okay. Ja.
Komm zu mir. Ja. Das ist ja interessant. Chef, sehen Sie sich das an. Was haben Sie? Ein Kondom. Ein gefülltes. Wenigstens durfte er sich noch entladen. Nein, Chef. Gefüllt mit seinem Schwanz. Verdammt noch eins. So eine Sauerei. Jason, ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß, Darren wurde gemobbt. Und ich habe nichts dagegen getan, ihm zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass es meine Schuld war. Du warst es nicht. Ich war es. Ich habe ihnen gesagt, dass er dich mag. Ich wollte nicht, dass sie mich quälen. Ich habe ihn verraten. Ich werde jetzt zum Rektor gehen. Ich kläre ihn auf über Darren. Das bringt ihn nicht zurück.
muss mit dir reden. Ich wüsste nicht, was wir zu reden hätten. Alex ist doch nicht so. Ich verkneife mir den Kommentar. Bitte, Helena. Ich brauche Freunde. Naja. Du hast Glück. Hast du irgendwo Tascha gesehen? Nein, es ist mir auch egal. Ach, ich suche sie schon den ganzen Morgen. Deine Freunde haben mir fast das Ohr abgerissen. Es tut mir so leid. Du warst meine beste Freundin. Tascha wartet auf mich im Klassenzimmer. Da komme ich gerade her, da ist sie nicht. Ich bin es noch. Ich bin immer noch die alte Justine. Das mag das Problem sein. Du bist dir selbst am wichtigsten. Das ist nicht fair. Nein? Stimmt. Emily. Es tut mir leid. Echt sorry, Darren. Ich hab dich enttäuscht. Es tut mir leid. Ich hab nur Angst. Wir fanden das am Tatort. Wie mag nur die Erklärung dazu aussehen? Wahrscheinlich während des Kampfes abgerissen. Tash? Wo bist du? Aber nicht ähnlich. Justine! Komm her! Wofür ist das? Um uns zu verteidigen. Uns verteidigen vor was? Vor Mallet! Alex, du machst mir Angst. Bradley und Tascha sind beide tot. Sind sie nicht? Sie sind verstückelt. Justine hat sie zerhackt. Sei still, sie sind nicht tot. Tascha ist im Klassenzimmer. Hast du sie gesehen? Nein, aber sie hat Kylie gesimst, sie dort zu treffen. Was hast du jetzt vor? Ich bring Darren Mallet um. Es ist doch nicht von der Frau Schlaf! Kern, weh, du Schlappschwanz! Schwer beeindruckt! Das ist ein... Komm schon, Malle, du Spasti! Lässt dich von einem Mädchen schlagen, Alter? Zeig dein Gesicht! Wir haben nur Happy Slapping gemacht. Bitte nicht. Nein. Nein. Das ist doch verrückt. Er wird sie umbringen, Justine. Verstehst du? Geh bitte und hol Hilfe. Hörst du? Mach deine Dreckarbeit selber. Hallo? Wie bitte? Helft mir irgendwer! Geh aus der Leitung. Wir haben jetzt keine Zeit für Spielchen, junge Dame. Wo bleiben die Schüler, die wir befragen wollen? Oh mein Gott, Kali! Ruf einen Krankenwagen. Zu spät. Er ist bereits hier. Das war nicht Darren Mallet. Jetzt ruf endlich an. Aber er war es. Nein, war er nicht, Alex. Er ist tot. Das weiß ich, aber er steht direkt hinter dir. Darren. Es tut mir leid. Es war nur Spaß. Verstehst du denn keinen verfickten Spaß? Hilfe!
Alles war gelogen, weißt du. Die Dinge, die ich dir sagte, waren nicht alle gelogen. Ich weiß.
Kann mir einer von euch erklären, warum dieses dumme, kleine Miststück ausgerechnet meine besten Spieler umbringt? Sie hätte uns allen einen großen Gefallen getan, euch nichts nutze umzubringen. Oder? Raus mit euch. Etwas mehr Disziplin. Das gilt auch für dich. Hey! Hey! Warum bist du nicht umgezogen? Hast du eine Entschuldigung? Solltest du keine schriftliche dabei haben, dann geh und zieh dich. Lieber Mr. Ramsey, Darren ist vom Unterricht befreit, weil er tot ist? Das soll wohl ein Witz sein. Wenn du dich über mich lustig machen willst, dann...